So, guten Morgen, alle Guten. Wir sehen uns heute für zwei Sachen, für dich vielleicht einen kleinen Bilan zu ziehen von unserer Sommerteststrategie. Und dann wollte ich mehr Details geben, wie es weitergeht, ab der Rentrée mit der Teststrategie von der Regierung. Der Westmeer hat neben dem Large-Scale-Testing den offiziell für einen rund 10 Tage benannt kommen als über den Sommer eine spezielle Strategie ausgeschafft, die der Congeszeit sollte entgegenkommen, an der soll angepasst sein. Das wird auch kuvriert. Da hatten wir einerseits den Congé-Kollektiv visiert. Wir hatten an dem Sektor zu einem gewissen Zeitpunkt mehr Infektionen wie andere Werte. Das hat also verurlost, wirklich Voucheren rauszugehen über die Patronen. Für gerade an dem Sektor, dann, wo dann der Congé auf einem gewissen Datum oben ankommt, die Leute die Möglichkeit zu gehen, sich zu testen, selbst auch am Nettoyage. Dann hatten wir eine zweite Aktion rund um die Rentrée von der Schule laufen, wo wir den Schülern und den Enseignants die Möglichkeit gehen haben, sich testen zu lassen. Und dann auch nach einer ähnlichen Aktion am Oresca, die auch Saisonsabstand kuvriert hat, an einer Reihe Professionen de Santé. Und dann auch eine letzte Aktion, die spezifisch mehr im Kontext von der Vakanz zu sehen war, nämlich für die Voyageure, wo man den Leuten eine Möglichkeit gehen haben, sich à la fois um Findeltest zu lassen, aber auch online ein Rendezvous unzufrieden, wenn sie generell den Wunsch hatten, nach ihrem Retour de Vakanz so einen Test zu machen. Was das dabei rauskommt, relativ beruhigend Resultat, das kann ich direkt vorgreifen. Was den Congé-Kollektiv betrifft, wo die Voucher, die wir rausgehen, für den Bausektor und den Bootsektor, da haben wir für die Konstruktion über 5.000 Leute, die mitgemacht haben, ganz wenig positiver, just 7 Stück am Nettoyage, waren noch mehr positiver, die bei rauskommen sind. Da waren 1200 Leute, die sich testen gelassen haben. Wir haben insgesamt an diesem Sektor ein Taux d'Infektion, also ein Taux von Positiven, den wir gefunden haben, von 0,13%. Und die werden auch hier noch gesehen an der Strategie, dass wir bei diesem Sektor auch weiterhin Werten testen, regelmäßig für am Ende zu behalten, ob sich etwas Beunruhigendes geht oder nicht. Wie hat das ausgesehen par rapport zu dem Schulsektor für die Rentrée? Da hatten die Schüler, UG-Schüler, das sind junge unter 20 Jahre, die da visiert waren. Da haben ein 50% von der Chance Gebrauch gemacht, für sich testen zu lassen. Auch von hinten waren auch ganz, ganz wenig positiv. Wir haben einen Tor von 0,06%. Das ist ganz niedrig, also ganz beruhigend gewesen. Und lässt aus dem noch schließen, dass wirklich kein hohes Risiko dazu gesehen ist, am Kontext von der Rentrée eine gute Basis also. Bei den Enseignanten sind dann noch mehr diese Teste gelassen, da sind dann 2/3, die vom Bund Gebrauch gemacht haben. Und auch da selber ist eine ganz niedrige Prävalenz, ganz, ganz leicht mehr wie bei den Schülern, mehr aber wirklich nicht mehr niedrig bei 0,08%. Dann am Sektor Santé und Soins. Da also dasselbe, da haben wir eine gute Partizipation, bis wir niedrig sind, bei 40%, weil die Aktion hier umgegangen ist, 42%, pardon. Und auch da ein Tor von, der ganz niedrig ist, von 0,08%. Ich sehe, das bestätigt sich irgendwie quer durch den Gart. Und da haben wir auch kein spezielles Risiko dort zu erkennen, den also schon direkt mit der Alarmbereitschaft setzen für die Rentrée. Voyageure generell, da habe ich keine Absplickung, weil die fließen an und Resultate vom normalen Large-Scale-Testing, die all der mitgedeelt gehen, mir aber trotz allem ganz viele Leute, die Gebrauch gemacht haben von der Gelegenheit. Wir haben insgesamt 53.000 Leute, die sich testen gelassen haben, über die wir den Test aufgefragt haben, da war ein ganz großer Demand. Und wir sind auch ganz froh, dass die Leute den Reflex hatten, für wenn sie aus der Vakanz zurückgekommen sind, in Funktion noch vielleicht von den Plätzen, wo sie waren, dass sie davon einen Gebrauch gemacht haben. Voilà, da könnten Sommer, löser bin an. Und ich gebe dann übergehen, ob das war eigentlich das Sujet von heute, dass die nächste Phase vom Large-Scale-Testing, sie ist angelaufen für rund 10 Tage mit der Rentrée. Die, die erste Phase war, hat experimentellen Charakter, das war ein Forschungsprojekt, wo wir ganz frei auf den Weg gegangen sind, für nicht den Leuten, die Symptome haben, die auf den Covid deuten, auch so ein Projekt umzugehen, wo bei asymptomatischen Leuten gucken geht, ob man das Virus vorfinden.
Worum hat in den nächsten Ländern, die das gemacht haben, haut das etwas, was doch rekommandiert, geht um alles wie wir, wo auch andere Länder auf den Weg gehen. Weil wir sind zur Konklusion gekommen, dass das eine gute Erfahrung war, dass es ein wichtiger Baustein ist, an unserer Lützebäuer Strategie, für mit dem Virus umzugehen. Und haben auch dafür diesen Projekt wirklich als Minister de la Santé überholt. Wir sind also nicht mehr um experimentell, aber das ist wirklich ein Teil von unserer Strategie, für mit dem Virus umzugehen. Wir sind aber weiterhin und sind auch ganz froh darüber begleitet mit den Leuten von der Forschung, die erste Phase gemacht haben. Sie werden uns weiter zur Seite stehen, auch für den Austausch, dass der dann der Kontinuität geht, dass lediglich lo eben einen richtigen Baustein von unserer normalen Teststrategie während der ersten Phase eben diesen experimentellen Charakter hat, dann noch über die Forschung finanziert war, dementsprechend. Wir werden eine neue Strategie, das ist nicht wirklich eine neue, sie ist kontinuierlich, und also absolut am Sinn von der ersten Phase, wie sie evoluiert, wir passen sie an und Situationen, so wie wir auch am Sommer schon Anpassungen gemacht haben, in Funktion von der Situation oder den Begebenheiten, die eben so eine Sommervakanz mit sich bringt, so werden wir auch nur an dieser zweiten Phase kontinuierlich aufgrund von dem, was wir gelernt haben, die Testkapazitäten so ersetzen, wie es am besten Sinn macht, zum jeweiligen Zeitpunkt. Der Bitt aus den Dürbeln, der Sinn davon ist nach wie vor eine gewisse Surveillance zu kriegen, das ist ein Depistage-Programm, wenn man so will, wo man wirklich über die Bevölkerung wollen herausfinden, wo ist der Virus drin, wo bewegt man sich, einen Gesamtüberblick kriegen. Das ist schon ähnlich wie die Tester, die man als Klärenlehrer machen, dass das auch wirklich gucken gehen, wo ist etwas. Und, aber auch en même temps, weil es ganz normal PCR-Tests sind, die gebraucht gehen, aber auch können kontrollieren, das heißt auch die Leute, die positiv getestet gehen, an diesem Kontext, die können wir suivieren, die kontaktieren, dann die gehen sich selber dann behandelt wie die über den Weg von einem normalen Diagnostiktest positiv getestet gehen wären. Das ganz selbstverständlich, nicht mit der Illusion, dass man den Virus fortgejagt kriegt, von Lützburg nach da und zirkuliert zu Lützburg, gerade wie in Europa und überall rundherum, mehr mit dem Ziel, für die Infektionen doch einfach auf einem niedrigen Niveau können zu halten. Voilà, Lessons learned von dem Ganzen, weil das ein wichtiger Baustein war. Es hat uns erlaubt, ein Bild zu haben, wo der Virus zirkuliert. Es hat uns erlaubt, zu antizipieren, in Funktion von dem, was wir gesehen haben, wo wir vielleicht verstärkt mit testen gehen, wo wir mit verstärkt sensibilisieren. Das ist ganz wichtig. Also für uns also nicht so, dass wir so, wenn da relativ wenig positiv herauskommen, dann wäre das nicht. Au contraire, der Sinn von einem Depistage, und das, was wir hoffen, also das heißt, Mesuren, die wir generell in Platz haben, die Gestbarrieren und Sensibilisation, die wir machen, um Niveau von der Bevölkerung für sich zu schützen, bestmöglich zu schützen, gegen den Virus, die misst eigentlich dazu führen, dass wir dann, wenn wir gucken, gegenüber ein Depistage-Projekt, dass wir idealerweise so man wie möglich darauf haben, sodass das für uns eine Realität ist, die wir ganz gerne mit auf den Weg holen, ein ganz wichtiger Indikator, den uns hilft, die Aktionen, die wir auf höherer Mesur holen, wirklich zu steipen und auch so umzusetzen, dass sie bestmöglich der Situation angepasst sind. Es hat uns auch gelehrt, dass es mit der niedrigen Prävalenz, die wir da haben, kein Sinn macht, einfach planen, sich für ihn zu testen, damit wir ein Terrain haben, wirklich flexibel zu bleiben. Das ist am Anfang der Sens. Schluss noch ein bisschen als Rappel, weil die technischen Termen, die immer für sich für ihn so klar sind, Large-Scale-Testing, noch ein bisschen, das ist ein Programm, wo wir auf die Leute durchgehen. Das heißt, dass die Leute die a priori kein Grund haben zu mengen, dass sie sich umgestochen haben. Wir sichern sie raus, nur gewisse Mustern. Und da schreiben wir sie an, für dass sie sich testen lassen. Das ist für eben herauszufinden, wo asymptomatische Leute träger sind, weil wir ja wissen, dass auch asymptomatische Leute das Virus können weitergehen. Das ist, wir gucken da wirklich, ob die Wege frei erstens zu verstehen, wo sie weitergehen. Und dann bei der selben Gelegenheit natürlich davon zu profitieren, die Leute rauszufiltern und eben über den Tracing auch in Kontakte zu identifizieren und auf dem Weg eben zusätzlich Leute wirklich raus aus der Zirkulation zu kriegen und die Transmissionsketten eben ganz schnell können zu brechen.
Was neu wird sind am Large-Scale-Testing, ist, dass wir ein Programm von Test-Serologik werden machen. Ich komme ja nur im Detail darauf zurück. Mit den PCR-Testen, die da affichiert sind, das sind also dieselben, die auch parallel benutzt gehen, an dem wir am Anfang ein normales Diagnostikprogramm aus. Wir haben seit Anfang von der Krise alle Menschen angeroden, und auch das hat absolut nicht geändert an der Zwischenzeit. Leute, die Symptome haben, die darauf hindeuten, dass sie den Corona-Hund, das ist, wo sie schon etwas manifestiert, das lo am Hirsch doch ganz ähnlich kann sein zu einer Grippe. Weil die sollen Kontakt mit ihrem Doktor holen und dann kriegen sie über eine Ordonnance, so eine Testdiagnostik gemacht, das ist am Anfang das normale Programm, das in den meisten Ländern lebt. Den Large-Scale-Testing differenziert sich eben durch die Erderweise, durch das Publik, den wir visieren, weil wir auf Leute durchgehen. Das sind nicht die Leute, die ein Problem haben, eine Beschwerde haben, aber den Doktor gehen, wir gehen wirklich auf sie durch. Strategie zum Test, wenn ich es auch wieder resümieren, sie soll strukturiert sein, sie soll ziblierend sein und sie soll flexibel sein. Das ist als Ambition. Und in dem Sinn haben wir fünf verschiedene Pilien, die das Teststrategie ausmachen. Ich gebe ein paar im Detail, ob die angehen. Da dient, wie ihr seht, den Test Echantillonage en continu von der Population. Das ist eine permanente Surveillance, die wir machen. Was muss ich darin verstehen? Da sichern wir Echantillon aufgrund von den Daten, die wir haben, von unserer Bevölkerung, sowohl geografisch, da gucken wir die Haushalte zu identifizieren. Das heißt, es geht darum, permanent eine Vue zu haben an die Haushalte ran. Aber auch sektoriell gibt es noch Echantillon geholt von der Arbeitswelt. Und über die Weg können wir auch an dem doten Pilier Frontalien mit erreichen, weil wir ja wissen, wie bei uns am Land schafft. Und wir können dann über die Weg wirklich auch intelligente Echantillon zusammenstellen für alle vor. Generell ein Gefühl, über die Städte zu kriegen, über die Menagen. Wir nehmen natürlich auch ran an die Betriebe. Über den dritten Weg kriegen wir Indikatoren, ob alles am geringen Bereich ist oder ob irgendwo sowohl geografisch wie auch an einem Betrieb, eventuell an einem Sektor, etwas mehr problematisch ist. Das können wir auch adaptieren. Wir können, da kommt auf Flexibilität zu schwätzen, wenn wir sehen, dass in einer so einer Geografik verstärkt den Virus zirkuliert, weil da können wir da zum Beispiel mehr eng Echantillon machen, dann verstärkt testen gehen. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Selbst können wir das machen, wenn wir in einem Sektor etwas gibt, wenn wir einen Sektor sehen, wo sich auch normal viel den Virus developieren, können wir ganz schnell über den DOTW den Echantillon neu definieren, an dem Komitee de Pilotage, den hier rundherum funktioniert, und dann dementsprechend mehr eng testen. Dann haben wir weiterhin ganz wichtig, Point d'entrée, Voyageur entrant, das war im Halm bei an der Dürre. Das heißt, die Teststation, die wir kennen, die wird so bleiben, wie sie ist, weil aber noch viele Leute hin und her gehen. Das ist wichtig, dass die Leute, die ans Land rankommen, die Möglichkeit haben, getestet zu gehen. In dem Sinn werden wir auch Demandeur de Protection Internationale die Möglichkeit geben, wenn sie ans Land kommen, systematisch auch getestet zu gehen. Und auch die Leute, die aus der Vakanz kommen, werden weiterhin eine Möglichkeit behalten, durch eine Testkapazität, die hin reserviert ist, für auch nach an der nächsten Zeit, an der nächsten Phase können, so einen Slot unzufrieden, wenn sie aus der Vakanz kommen, eben für getestet zu gehen. Dann haben wir Test reaktiv. Was ist da immer gemeint? Das ist, wenn wir irgendwo über irgendwie etwas Anormales merken, dass es irgendwo mehr spezifisch getan hat, Möglichkeit auch an den Betrieb ranzugehen, auf einen Platz zu gehen und da wirklich ganz gezielt und massiv dort zu testen. Wir können bei einer ganz kurzer Zeit den Betrieb oder Pro-Betrieber durchtesten, ganz Klassen durchtesten, wenn es muss sein. Das gehört auch zur Flexibilität, dass man als Möglichkeit gesehen gehen, eben wie ein Ambulanzsystem wirklich auf Platz zu führen. An dem Kader gebe ich auch ganz gerne erwähnen als Mobil-Equipe, die da draußen Stuhl gesehen hat, wo wir hier noch ein paar gucken gehen. Das ist auch neu, das ist ein Boost mit einer integrierten Teststation, die es erlauben wird, auch den Access zu den Testen zu vereinfachen. Wir hatten auch da Gesprächsrolle mit dem Ministerium der Familie für verschiedene Publiken über TV, mehr einfacher, mehr komfortabel zu erreichen. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, an einem Altersheim
Sachen zu führen, wenn da ein Problem wäre, für das wirklich zu vereinfachen, dass ich kann auf Platz gehen. Wir haben noch par rapport zu Leuten, die vielleicht keine feste Wohnsitz haben, die Möglichkeit, bei einer Brigade oder bei anderen Plätzen zu führen, um da punktuelle Testaktionen zu starten. Ich denke, wir haben also in dem Sinn wirklich auch eine ganz große Flexibilität. Wir können mit einer Equipe direkt Plätze sehen, um zwischen hinzufahren, beide Leute zu führen, justement da, wo es vielleicht gerade nicht ist, also da, wo wir präventiv so eine Aktion starten. Dann auch ganz wichtig, Test Serologik, das ist die Tester, die über den Bluttest erlauben, zu gucken, ob eine Person schon einmal infiziert war. Da hatte man eine erste Étude gemacht, das ist eine Studie gegeben, das war die Convince-Studie, die hat uns ein erstes Foto gehabt, wobei herauskommt, dass der Tod ganz niedrig nach war. Das wird man an dieser Phase machen, ab dem Hirsch, dass man wirklich alle Woche Leute werden ausschreiben. Das sind also nicht dieselben, die an der Convince waren, das ist nicht zweit von der Studie. Wir haben jetzt wirklich eine neue Pilier von unserer Teststrategie, wo man neben den PCR-Tester eben auch serologische Tester können anbieten. Und da werden wir mit Echantien fahren, am Anfang noch derselbe Logik wie beim Echantionage continu von der Bevölkerung. Das heißt, wir werden alle Woche andere Leute invitieren, so eine Testserologik zu machen. Und das gibt uns dann noch einmal einen Zusatz, wie ob den Tatsache eben, wie viele Leute sich entretemps schon angestacht haben. Das ist eine ganz wichtige Stunde, auch die man gerne will, wie wir. Und das ist in dem Sinn auch etwas Neues für den Hirsch. Und dann an der Mitte Test der Individu particulièrement exposé. Da haben wir eine Reihe Leute identifiziert, die durch diverse Ursachen entweder an Sektoren arbeiten, wo sie ganz viel in Kontakt sind mit Leuten, an Sektoren, wo ein großes Risiko ist, dass sie mit vulnerablen Leuten in Kontakt sind. Die gehen einfach für mich regelmäßig getestet. Das sind da ein ganz Licht, also typischerweise Doktor und Gesundheitspersonal, leider an den Raison de Soins à domicile, die mit älteren Leuten regelmäßig in Kontakt sind, Police, Armee, Enseignants, auch am Oreska-Bereich, wo auch ganz viel Kontakt mit dem Klient ist. Die Schüler aus dem Sekundär werden da auch regelmäßig dabei sein, weil sie so wie in der Krise eigentlich auch mehr Sozialkontakte haben, statistisch wie andere Leute. Dafür haben wir da auch eine ganz enge Suivi drauf. Wir haben auch für ein Beispiel zu gehen, zum Beispiel das Fluchtpersonal von Luxair, die auch viel unterwegs sind, immer auf dem Territorium rankommen. Auch die werden hier regelmäßig die Gelegenheit kriegen, sich testen zu lassen. Das ist eigentlich die durch das Komitee de Pilotage von der Teststrategie festgehalten wird, auch kann evaluieren in Funktion von den Besuchen. Auch da geben wir uns eine gewisse Flexibilität für das können variieren zu tun in Funktion von der Situation, von den Erkenntnissen, die wir haben, um da eben auch dann ganz gut am Ball zu bleiben. Wie lebt das in der Praxis auf? Man ja selbst, wie die Leute bis jetzt kann tun. Im Prinzip kriegt man eine Invitation geschickt. Kann man dann ein Rendezvous holen, entweder online über die Site, mit dem personalisierten Code, den man kriegt, den als 2 Wochen valabel. Das ist wichtig, ich gebe das gerne unterstreichen, würde mir also gerne ein Vue General gehen. Haben wir ein gewisses Modell, das wir auflaufen lassen, das eigentlich nicht so viel geduld sind, soll die Voucheren dann einfach daheim horten. Gebrauchen, wenn er Lust hat, das geht alles schon drum, an einer gewissen Sequenz wirklich das zu sehen, was wir wollen sehen, wo wir fanden, dass es Sinn möchte zu sehen. Und dafür sind die Voucheren auch dann eben just an der Zeitspanne gültig, wo sie für alles von der Strategie aus Sinn machen. Das ist dem auch nicht möglich, dafür einen neuen Test zu führen oder eine Prolongation. Wenn eine Person einen anderen Grund hat oder speziell krank oder sie wollen einen Test haben, dann muss sie ganz normal über eine Ordonnanz vom Doktor führen. Das ist wirklich eine Strategie, wo wir auf die Leute durchgehen, an eine Voucher gehen für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Surveillance-Zweck. Und das schreibt sich an einen gewissen Zeitschienen an. Mit Ausnahme von denen, die für die Vakanz können aufgefroht gehen, die man nach Obrecht halten, die von sich aus kann aufruhen, wo ein bestimmter Contingent reserviert, dass wir auch das, was die Leute über den Sommer kennengelernt haben, das läuft dem noch selbst weiter.
Zu den Teststationen dann, der haben wir ein bisschen Männer wie an der ersten Phase. Wir haben noch eine Evaluation eben gemacht, wie die Stationen besichtigt waren, sind noch ihre Preis. Das ist der ganze Projekt, hat einen stolzen Preis. Dafür haben wir mal mit den 8 Stationen, die da affichiert sind, angefangen. Dauerzeiten sind meines bis donnerstags von 7 Uhr morgens bis über 7 Uhr. Freitags geht es ein bisschen mehr lang, abends geht es bis 9 Uhr. Am Samstag ist es von morgens 8 bis mittags 3. Sonntags sind Teststationen zu, über die ganze Phase da. Es gibt dann irgendwo etwas geschehen, wo es mehr akut gehen. Das mit Ausnahme von der Station um Findel, die ob als für die Leute, die hier landen, da also die ganze Woche über ab, und zwar von morgens 9:30 bis Mitternacht. Das ist ein anderer Kontext. Voilà, hallo, hier ist rum ein Kehr von unserer Seite einen Aufruf machen, um die Vereinheit matt zu machen. Es ist wichtig für uns an der Sonntag wirklich die Informationen zu kriegen. Das sind ganz wertvolle Informationen, die uns helfen. Mesureplanen, die wir haben, die uns helfen, evaluieren, ob die Situation so ist, dass wir können Mesureplatzweise ablockern oder nicht. Das hilft uns einfach verstehen, wie der Virus in unserem Land zirkuliert. Und dadurch ist das eine Basis, die für uns wirklich ganz wertvoll ist. Wir müssen auch den Success von diesem Programm definitiv nicht darunter, wie viel positiver das wir fanden. Wir wünschen uns nicht mehr, dass das Land wir finden, zu einer Normalität, wo wir justement am Depistage immer mehr Leute werden fanden, aber wir dann eine Assurance auch kriegen, für wirklich nach zu mehr Normalität können zurückzufahren. Das ist eben am Interesse von Fujitourengem, dafür noch einmal den Appell, wenn der eine Invitation kriegt. Wir sind wirklich froh und dankbar, wenn der den Test machen lässt. Auch noch einmal als Appell, die Option von der NUS als kein obligatorisch mehr. Ich weiß, dass das ganz viele Leute aufgehalten hat. Wir haben noch letzte Konzernationen mit unseren Laboratorien, sind wir zur Konklusion gekommen, dass du quasi gar keine Differenz aus an der Fiabilität, dass die Leute können, und das haben wir auch gemeint auf der Teststation bei der Visitieren, wenn sie das wollen, einen Halsaufstrich gemacht kriegen, und es scheint doch so zu sein, dass kaum ein freiwillig nach den an der Nuss friert. Dafür, wenn das nach einem Hürtka gewischt sind, habe ich auch die Information, weil das soll ich nicht davon aufhalten, kann auch nur am Hals gemacht gehen. Dann nach ein paar Jahren werden wir als Kapazität gehen haben. Das ist nicht, dass wir die automatisch alle durchziehen. Mit dem ganzen Projekt ist geplant, ob eine Testkapazität von 53.000 PCR-Tester pro Woche, von 1.000 Test-Serologik ob die Woche geguckt, 8 Teststationen, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt. Und das gibt uns eine Kapazität von 1,5 Millionen Tester insgesamt, die wir zur Verfügung haben. Wir auch hier als Flexibilität, die wir uns geben, das ist als Planung, die darüber ausgelöst ist, das empêchiert aber nicht, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt nicht nötig ist, mehr intensiv zu testen, dass wir können verschiedene Wochen mehr machen, eine Woche vielleicht mehr, so wie es sich findet. Das Ganze steht auf Feld ja auch immer mit dem Attrait, den es findet, dass nicht, weil wir so viele Invitationen rausschicken, dass auch notgedrungen so viele Leute sich testen. Lassen. Da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Leute das dann auch machen. Dafür ist ein Bild von dem, was wir planen, wo wir bereit sind, wir können es assumieren. Und auch noch einmal als Rappel, wir haben eine Helpline, die hat an der ersten Phase funktioniert, die ist auch low en place. Wenn ihr Frauen habt, kann ich gerne die Helpline anrufen und auch auf covid19.lu finden die nötigen Informationen, wenn ihr euch mehr nach an der Dave zu dem heutigen Sujet interessieren. Bevor wir zu den Frauen übergehen, gebe ich euch auch ein Video weisen, den wir hier haben. Voilà, die lebt ein bisschen kurz.
Massagen. Ich erinnere mich an den letzten Massage, der ganz wichtig ist, den affichiert vor, wenn der krank ist, wo er nicht auf Voucher. Ich meine, wenn er sich krank spürt für die Symptome, ist natürlich wichtig, dass er Kontakt mit seinem Doktor abhält, für direkt getestet zu gehen. Dass nicht, dass das soll verwechselt gehen. Also, dafür ist der Voucher nicht geduldet. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn der invitiert, geht es immer ganz froh, wenn er sich testen lässt. Aber wenn er sich krank spürt, dann ruft er einen Doktor und der wird mit sich zusammen gucken, dass der wenn das Obere, dass ein Test für mich schnell dann noch kriegt. Da werde ich mich freuen, wenn ihr noch seht. Den Gruch denn von RTL. Schon zwei Fragen. Die erste, was verspreche ich von den Bluttester? Was sind da immer im Gesund, dass am Anfang nicht für einen Antikörper überhaupt entwickelt, anders auch keine falsche Sicherheit soll gehen? Ja, wir wollen einfach alles, was es für Möglichkeiten gibt, zum Ansatz bringen. Die Tester geben eine gewisse Indikation, natürlich wie wir immer auch die Erkenntnisse durch und drüber. Es soll keine Falschsicherheit geben, das ist ganz klar. Aber das ist wichtig, dass man in der Pandemie all die Mauern, die es gibt, für wirklich zu verstehen, was geschieht, an den Ansatz bringen. Und das ist für uns aber ganz wichtig, zu erkennen, wo trotzdem schon etwas erkennbar ist. Wir können natürlich nicht mehr mit den Mauern schaffen, die zu diesem Zeitpunkt disponibel sind. Das sind die Tester, die sowieso am Umlauf sind, und, wo auch Leute sich schon selber machen lassen, freiwillig machen lassen, an der Convince-Studie angesetzt gehen und an anderen Ländern auch. Insofern setzen wir das an, weil gerade gut für bestmöglich informiert zu sind. Das ist eine wichtige Information, weil es einfach einen Abschluss gibt von der Zirkulation vom Virus. Wir sehen immer nur einen Teil, auch mit einem Large-Scale-Testing, den extrem ambitiös ist. Wir sehen nie die ganze Population, das ist auch nicht möglich. Es sind immer nur Fotos und Echantien, die man hat. Und insofern ist alle Zusatzinformationen ein wichtiger Baustein, für so komplett wie möglich das Bild zu kriegen. Die zweite Frage, die betrifft eine Quarantäne partiell, die lo am an der Schule aber für einen gewissen Chaos an und verstehst du mich gesagt hat. Gestern hat eine Schulgewerkschaft eine Videokonferenz mit dem Edukationsminister und die Kunden gesagt, es wäre lange Zeit, die responsabel wir für die Quarantäne partiell. Und es lege noch bei der Santé schon die Monte für als andere Sektoren für Quarantäne partiell. Was kann ich dazu sagen? Ja, das ist richtig. Ich meine, die Decision für die Quarantäne gehen an das Hand geholt. Und ich habe auch gestern im Pressebriefing gesagt, wir müssen die ganze Dossier noch einmal examinieren, weil es wichtig ist, Klarheit zu kriegen. Für Klarheit, wenn wir allein sind, muss ich schon noch ein bisschen geduldig sein. Gestern mit den Gesundheitstechnik schaut sie mal halb, da das für heute am Laufe des Tages geplant. Da schaffen wir gerade tun. Merci. Serge Kessler, Radio 9,7, der hat den stolzen Kästepunkt von der Dota-Kampagne angeschaut, kann das doppelt Zölle gehen. Es war am Juli Gesetz in der Chambre gestimmt gehen von 60 Millionen plus TVA. Umfasst das alles, was der Luft hier gestaltet hat, oder ist ein Teil davon? Nee, das umfasst das ganze Programm, das der Budget geplant hat, an dem Rohr eben über die Chambre akkordiert, kriegt tun, für an die heutige Richtung zu schaffen. Wie gesagt, jetzt mit der Übergangsphase, also das wird von Ende Juli bis mit September geschieht, als wie viel Kästepunkt wird das mit sich spricht? Und das kann ich nur so auswendig am Mikro nicht so, den Bilan hatten wir schon für eine Woche gemacht, ich weiß nicht, muss ich nur gucken. Okay. Paul Reuter, Reporter von LU. Ich wollte eigentlich auf den Antikörpertester zurückkommen. Das ist ja so, dass sie doch der Schnelltester mittlerweile gehen, die immer mehr auf den Markt kommen, die weitaus mehr billig sind wie PCR-Tester. Wie weit geht es trotzdem weiterhin nochmal PCR-Tester gesagt? Wir sind zu diesem Zeitpunkt mit einem Schnelltest am Umlauf, das ist aber imminent. Und auch da haben wir Flexibilität. Wir sind zu allen Momenten natürlich, wenn ein neues Testmaterial kommt, wenn ein anderer Kästepunkt hat,
aber es kann ein besseres Service leisten, wird man das mit an Konsideration holen. PCR-Teste wird man auch weiterhin brauchen, es gibt ganz viele normale Ordonnancen getestet. Wir stand haut, dass das die Standard, mit dem wir arbeiten, wissen, dass es kurzfristig hoffentlich auch wird nach neuem Material gehen, das evoluiert ja permanent. Da sind wir auch zu Lützburg bemüht, wirklich sobald so etwas wirklich den Kriterien entspricht, die wir wollen haben, für das zuzulassen, für das auch mit an das Circuit zu holen. Dasselbe gilt für Speicheltester, wenn ihr die Frau könnt, bestimmt auch. Da sind wir auch an den Drohnen, das ist schon bewusst, dass wenn die bis kommen, dass das ganz, ganz vieles Kind facilitieren. Auch da werden wir sobald wir die nötige Confiance haben und sichergestellt haben, dass die auch das Resultat geben, den ich kann erwarten, dafür sorgen, dass wir selbst können an den Umlauf bringen. Hier steht die Joloch, wahrscheinlich nicht zuletzt, weil ich mir urbanere Platz und Infektionen bisschen klammern. Du wirst in die andere Stadt dann auch rumgucken, für mehr PCR-Tester zu kaufen. Wie kann sichergestellt werden, dass wir da noch sollten genug haben, für die Teststrategie umzusetzen? Ja, dafür haben wir ganz frei daran investiert. Das ist immer gut. Das haben wir wie wir haben effektiv präventiv geschafft, wir haben ganz schnell zugegriffen gehabt, dann haben wir in dem Sinn auch noch Assurance für wirklich einen guten Stock zu haben. Das ist richtig, weil der Ausschwärzt Zeit, das ist eine ungespannte Zeit, da haben wir noch Lehre gezogen an der ersten Phase. Wir wissen schon, dass ein Marché muss schnell sein, und im Tor muss man natürlich auch sicher sein, dass das, was man lokal verwirklicht, den Qualitätskriterien entspricht. Mit all den Diskussionen, die auch am Gang sind, mit Leuten für fiable Resultate, wenn man der Qualität nicht sicher sind, dann haben wir mehr schlecht gemacht wie gut. Dafür. Wir gucken so schnell wie möglich zu sein, par rapport zu den Sachen, die uns wirklich überzeugen. Und man, du hast das Beste. Die hat bei den Vakanzretouren nicht gesagt, wie viele Leute von den 53.000, die sich getestet gelöst sind, positiv waren. Nein, da haben wir kein abgesplickten Resultat, weil die Resultate an den normalen Reporting vom Large-Scale-Testing aufschließen, den all da reportiert wird. Und auch am Weekly-Report, die fanden sich daran zurück, die sind noch nicht speziell evaluiert. Man müsste effektiv bei Ihnen da sein, wo die meisten Infektionen festgestellt werden, weil also all die anderen werden die Positivität so niedrig. Wo man da dann wirklich die Infektionen aus, die aber an die Leute gehen? Die Schweizer Zuchs und die wir alle Woche mitteilen am Briefing, die degagieren wir aus den Gesprächen eben am Tracing. Das ist nicht aus den Resultaten selber, mehr wirklich durch Gespräche, wo die Leute sich ausstechen. Das ist die Arbeit, die am Service Tracing gemacht wird, wo die Leute Kontakt abholen mit den Positiven. Und das ist am Anfang egal, ob sie aus dem Large-Scale-Testing kommen oder aus dem Diagnostiktest, die Daten oder die Informationen, wie das gelehrt, dass die erheben wir am Service Tracing aufgrund von den Ursachen, die da festgemacht sind, am Gespräch mit den Leuten. Ich weiß nicht, ob der Frau beantwortet. Die Frage war ich, wo die meisten Neuinfektionen hier kommen. Ja, die Ursache, die effektiv gestern ging und wer ob gleich vorgeguckt hat, man noch immer ein Drittel, ich meine 31% wäre, wo die Inspektion Sanitär wirklich mit den Leuten konnte ausmachen, dass es klar eben aus der Vakanz ist, wo sie das irgendwo mal drin tun. Das ist nicht immer klar, das ist nicht immer mit Sicherheit festzustellen, dafür haben wir auch nicht eine Information, die 100% aufdeckt. Wir gehen die, was wir als die Kursen, die wir können ausmachen, die gehen wir an. Du hast effektiv nach wie vor auch letzte Woche die Vakanz nach immer das gewischt, was dominant war. David Marquez für den Quotidien. Vielleicht könnt ihr noch kurz zu den klassischen diagnostischen Testen, da wie du Prozedur hast, weiterhin über Telekonsultationen und Doktorkontakte, wäre das die zweite Etappe, das läuft dann über das Labor in Einzel wahrscheinlich. Könnt ihr da noch ein paar Explikationen geben? Also der WD mir rekommandieren, dass das Leute sollen Kontakt mit ihrem Doktor abholen, idealerweise über Telekonsultation oder eben an der Praxis. Die Praxis ist ab am Moment, weil ihren Doktor am besten situiert, das für Martinen aufzuschätzen, ob ein Test indiziert ist oder nicht. An
dann eben von der praktischen Seite, die ich gehe dann dort ausgetan, an das Labor, aber das ist nicht am Kader vom Upscale-Testing an den Zelten. Genau, die geht ja. Normal wie für eine andere Analyse an das Labor, die geht gemeldet an das Laborsresultat, die gehen alle gut obligatorisch, das auch außerhalb von Covid, die gehen die hier matt gedehlt dann. Okay, merci dafür. Und dann der zweite Teil, das ist nicht eine längere Ressort, aber Lützburg steht sich auf der Rolle der Lust von der Belgischen gestorben. Oder du hast in der Zwischenzeit schon eine Chance gehabt beim Außenministerium mit den belgischen Autoritäten, was genau Konsequenzen mit Lützburg sind, die dann anreisen an die Belgien und noch für die Situation mit den Frontalien. Also könnt ihr da vielleicht ein Punkt machen. Merci. Ich gebe da auf den Außenministerium verweisen, dass das im Prinzip von da aus von kommuniziert geht, unter den Trägerbestimmungen. Ich gebe hier riskieren, das nicht komplett durchzustellen, dass das da an ganz guten Händen die Kommunikation wird. Auch schnell online sind, ich gehe davon aus, dass das umlaufen ist. Die Evangelie von Aldo Radio die hat gesagt, dass die Schüler auch sollen mit DOCS getestet werden, also die Schüler aus dem Sekundär, die aus dem Lycée. Die hat darüber gesagt, dass wenn es mehr soziale Kontakte pardon. Geht es nicht noch einen weiteren Grund, doch vielleicht weil das so, dass die Schüler vielleicht auch mehr riskant sind, wie am Anfang gedacht, aber wenn ihr guckt, die Schüler zum Beispiel an NRW, die ja stetig am Gange sind zu klammern, besonders an den Schulen, aber auch, ist dann da noch eine andere Überlegung dabei, wie logisch das so, dass sie vielleicht mehr Sozialkontakte haben, wie andere Bevölkerungsgruppen. Aber das ist sicherlich eine präventive Mesure. Wir wollen ja die Schule wirklich so gut und so normal wie möglich funktionieren. Und dann, dafür ist es wichtig, dass wir da wirklich einen speziellen Fokus drauf holen, für justement zu evitieren, dass da ein Geschehen abkommt. Das hat schon seinen Grund. Ein kleiner Zusatzfoto dazu, der so präzisiert von den Schülern aus dem Sekundär, die Schüler aus dem Primär nicht unbedingt. Das auf Basis davon, dass sie so, dass sie so Männer infektiös sind oder was tut das für einen Grund? Weil die ja auch viel Kontakte auch an der Schule und an sich. Als Kinder ist das ja auch normal. Wie erklärt ihr das vielleicht? Also ab einem gewissen Alter haben die Jugendlichen mehr Rezeptoren, kommen also mehr Adulten gleich. Das ist nicht, dass die anderen Schüler gar nicht kuvriert werden mit der GUA-Phase, die den normalen Maschentest. Also das läuft schon. Wir haben auch, wie gesagt, die Möglichkeit, eben punktuell zu intervenieren durch die Flexibilität, die wir haben, weil wir am Fundamental oder irgendwo ein Problem sich gibt, also können wir ganz schnell auch da verstärkt Apps machen. Wir an der Regel haben wir die Lizenzschüler mal drangeholt, eben wenn es der Wichtigkeit von der Schule für wirklich alles zu machen, was wir können, für Normalität zu erhalten. Mit dem Distingo, dass eben die ELA visiert, weil sie ähnlich konstituiert sind wie Jungkanner, also ob der Virus mit den anderen sie selbstverständlich durch den normalen Maschentest am Mai und familial mit aufgedeckt. Der Bull vom Tageblatt, ich wollte es von dem Gesundheitsministerium und dem Lied überholen von Aliaba, der zweite Fass. Du war eine Ausschreibung gemacht, in wie viele Kandidaturen sind da gekommen, für das durchzumachen, auf wen es du zurückbehalten geht. Das ist eng gewischt, wir hatten just eng offen und das mit dem Laboratoire Reuni und die zusammen mit einem Konsortium, den die Projekte hier steigen. Die wird sich auch hier noch da draußen begegnen. Nein. Ich bin Carola Schnur von der Leino. Wenn ihr guckt, was Tester von den Leuten angeht, die immens vulnerabel oder mehr exposiert sind wie andere, an verschiedenen Sektoren sind die immens viele Frontalien dabei. Wegen die Resultate her noch kommuniziert, wie das Frontalien ja nicht mehr an den Statistiken auftauchen. Das läuft genau weiter wie hier drin. Das ist die Praxis, man hat ja auch viel geschrieben, europäisch mit einer Verpflichtung, das weiterzugehen und die jeweiligen Behörden. Das geht dann die zwei Richtungen. Noch vor Lützburg am Ausland getestet gehen, kriegt als Inspektionssanitär das auch mitgedeilt. Dort all Land, all Gegend sind Autorität die ausgewiesen. Also an die Resultate gehen über DW ganz normal denen Länder mitgedeilt. Und Leute sind auch Frontalien, sie genauso an unserem Testprogramm wie hier drin. Das Einzige, was changiert, ist, dass wir die Donnen nicht öffentlich machen, weil es ja kein Resident von uns sind. Wir machen da als Pflicht, an dem wir die Donnen weitergehen. Und wir machen mehr wie als Pflicht, an dem wir sie auch gratis halt testen. Die Leute, die hier arbeiten, auch suivieren. Sie gehen kontaktieren und so weiter. Du hast absolut keinen Unterschied zu viel drin.
das einfach lediglich, dass man die Chiffren nicht abbelehnen, weil man eben Pumolot Erfahrung gemacht hat, dass obwohl man das nicht offiziell mit mitteilen, bei die europäischen Behörde dachte, die Chiffren dann irgendwo aus der Presse nicht zurückgesicht gehen und dann irrtümlicherweise beigerechnet gehen, mit dem Resultat, dass sie deals doppelt kontabilisiert waren, dafür immer auch für euch selber zu protegieren, dass es nicht wirken, weil ihr seht, was das für Konsequenzen hat. Bis jetzt wurde noch nicht so, dass das eine Inzidenz gehabt hat, ob eine Ausstufung als Risikogebiet. Wir können uns aber feststellen, dass eine Situation könnte, wo gerade den Unterschied aus dem Vorgift machen und das wollen wir wirklich evitieren. Dafür bitten wir um Verständnis. Wir wären da gerne mehr transparent geblieben. Ich meine, das am Ende von uns alle gut, dass wir das am Moment so machen. Ich hatte gestern schon gesagt, da muss man leben, dass am Moment nicht beunruhigen, dass wenn das so wäre, selbstverständlich geben wir auch dann da mehr gezielt testen, also um die Probleme zu kümmern, mit das von unserer Strategie hier. Insofern ist strikt immer nichts geändert. Wir testen die Leute nach genauso viel für drinnen müssen, wie wir da. Wir gehen dort weiter, das lediglich ein Unterschied an der Transparenz und der Kommunikation. Und dann noch eine Frage, was Echantillon angeht, die Echantillon von der Gesellschaft, die getestet gehen. Wen leitet die fest? Oder schon eine Idee, wie viele Echantillon da sind und wie viele Leute an den Echantillon da sind? So detailliert kann ich das wirklich nicht so. Und da haben wir eine Equipe, die permanent darüber schafft, für die festzulegen. Das sind mehr oder minder große Echantillon eben auch. Das am Anfang war das mehr standardisiert. Dann machen wir das eben ganz flexibel. Mit so ein Detail und ich wirklich nicht bereit dafür. Das ist auch viel zu viel variabel. Dann von Woche zu Woche, da habe ich auch vollstes Vertrauen an unsere Equipe, dass sie das gut und richtig machen. Keine Frage, mir ist es, invitieren, dass wir uns da draußen sind beim Bus. Da können wir dann noch Fragen stellen, wenn ihr das wünscht, dann noch Erklärungen kriegen zu dem neuen Service. Besonders merci.